Frühjahr 1929. Auguste Victoria Klinik in Eberswalde bei Berlin. Ein junger Assistenzarzt trifft Vorbereitungen für einen riskanten Versuch am eigenen Leib. Ein Versuch, der die Medizin weltweit revolutionieren wird. 27 Jahre später, da lebt er in Bad Kreuznach, wird er für seine Entdeckungen mit dem Nobelpreis für Medizin ausgezeichnet, zusammen mit zwei weiteren Wissenschaftlern. Werner Forsmann, damals ein unbekannter Kassenarzt aus Bad Kreuznach, wird über Nacht weltberühmt. Zurück ins Frühjahr 1929. Werner Forsmann führt einen Blasenkatheter in seine Oberarmvene ein und schiebt ihn 65 cm weit vor bis in die rechte Herzkammer. Mit dem Katheter im Herzen geht er hinunter in den Röntgenkeller. Da habe ich mich hinter den Schirm gestellt und da hat mir eine Schwester einen Spiegel vor den Durchleuchtungsschirm gehalten und ich konnte so rüber gucken und konnte nur sehen, wo die Spitze meines Katheters lag. Und als ich im Herzen den Katheter sehen konnte, da war ich also sehr zufrieden und habe dann Aufnahmen machen lassen, ja, um das dokumentarisch festzuhalten. Für mich ist es noch immer eine der wirklich großen Revolutionen in der kardiovaskulären Medizin. Die heutige Kardiologie, die heutige Herzchirurgie und auch die heutige Gefäßchirurgie wäre ohne diese damals durchgeführten Entdeckungen und Prozeduren praktisch gar nicht denkbar. Schon als Medizinstudent beschäftigt sich der 1904 in Berlin geborene Forsmann intensiv mit Herzdiagnostik. Besonders beeindrucken ihn die Versuche von Wissenschaftlern, denen es Mitte des 19. Jahrhunderts gelang, bei Pferden Herzkatheter zu legen. Diese Methode will er auf den Menschen übertragen. Der Klinikleiter verbietet ihm solche Versuche, aber Forsmann lässt sich nicht beirren, bringt sogar eine OP-Schwester dazu, ihm bei seinem Selbstversuch zu assistieren. Unterwegs ist man dann wohl auch noch, so schreibt er, Assistenzärzten begegnet, die ihm den Katheter wieder rausziehen wollten, was doch der Chef verboten hatte. Er hat es trotzdem zum Röntgenschirm geschafft und hat das dann auch entsprechend dokumentieren können. Und somit war tatsächlich die erste Rechtsherzkatheterisierung der medizinischen Weltgeschichte dokumentiert. Ich habe im Ganzen 9-mal meine Venen selbst freigelegt und den Katheter angeführt. Und nur bei den beiden letzten habe ich Kontrastmittel genommen. Und zwar aus dem Grunde, es wollte damals niemand von meinen Projekten etwas wissen. Ich wurde ja immer für halb verrückt gehalten und wollte aber irgendwie weiterkommen. Und jetzt war die Einspritzung von Kontrastmitteln das für mich Erreichbarste. Mit Kathetern können Herzpatienten schneller und mit viel weniger Risiko mit Medikamenten versorgt und untersucht werden. Forsmann veröffentlicht seine neuen Erkenntnisse in einer Fachzeitschrift, findet aber kaum Resonanz. Er sammelt Erfahrungen als Chirurg und tritt eine Stelle an der Berliner Charité an. Sein Chef ist schon damals eine lebende Legende, die mit spektakulären Operationen weltweit Aufsehen erregt. Professor Ferdinand Sauerbruch. Der berühmte Chirurg erfährt erst über die Meldung in einer Boulevardzeitung vom Selbstversuch seines jungen Kollegen. Dann kommt es auch noch zu Plagiatsvorwürfen gegen Forsmann, die sich allerdings später als unbegründet herausstellen sollten. Sauerbruch ist empört. Er entlässt Forsmann mit den Worten: Mit solchen Kunststücken habilitiert man sich in einem Zirkus und nicht an einer anständigen deutschen Klinik. Ja, also, das ist ja. Forsmann kehrt zurück ins Krankenhaus von Eberswalde. Er selbst schreibt ja kurioserweise in seiner Biografie, dass er geradezu erleichtert nach dieser Kündigung davongegangen ist. Eine Schwester, die auch das Gespräch gehört hat, hat laut Biografie gesagt, dass bei diesem Gespräch die Scheiben gewackelt haben. Also Sauerbruch muss sich wirklich aufgeregt haben. Und er hatte dann halt das Glück, dass er seine ursprüngliche Stelle wieder antreten konnte und ging, wie er es beschreibt, ja, befreit zu seinen neuen Aufgaben. Hat dann natürlich nicht aufgehört, sondern in seinem Forscherdrang hat er dann auch noch die Nieren dargestellt, hat sich Kontrastmittel injiziert, also war in dieser Weise praktisch nicht zu bremsen gewesen. Im Juli 1932 tritt Werner Forsmann eine Stelle als Assistenzarzt am städtischen Krankenhaus in Mainz an, heute die Uniklinik.
Hier lernt er die junge Ärztin Elisabeth Engel kennen. Die beiden heiraten. Sie müssen aber Mainz verlassen, weil Ehepaaren die Arbeit an demselben Krankenhaus verboten wird. Sie gehen nach Berlin. Seit Anfang 1933 sind in Deutschland die Nationalsozialisten an der Macht. Werner Forstmann lässt sich von ihren Ideen beeindrucken, tritt dem Nationalsozialistischen Ärztebund bei und auch der NSDAP. Er hat aus Begeisterung offensichtlich bereits schon 1932 Anschluss an die NSDAP gesucht, also noch bevor die Machtergreifung stattgefunden hatte. Ist aber, zumindest wenn man seiner Biografie folgt, nicht als radikaler Nationalsozialist in Erscheinung getreten. Ich rechne ihm hoch an, dass er 1937, als er mit dem Herrn Gebhardt Kontakt hatte, Gebhardt war der Leibarzt von Himmler gewesen, und Gebhardt hat ihm das Angebot gemacht, dass er Versuche an Menschen durchführen könnte. Und auch wenn Werner Forstmann sicherlich ein Medizinfanatiker gewesen ist, lebte für sein Fach und lebte in der Medizin, hat er da die Grenzen gesehen und hat gesagt, hier ist etwas überschritten, wo er nicht mehr mitmacht, und er hat dieses auf den ersten Blick verlockende, aber auch ganz schreckliche Angebot selbstverständlich dann 1937 abgelehnt. Im Zweiten Weltkrieg meldet sich Werner Forstmann als Sanitätsoffizier, wahrscheinlich auch, um solchen Zwangssituationen zu entgehen. Als Feldarzt nimmt er am Angriff auf Russland teil. Unter dramatischen Bedingungen operiert er Schwerstverletzte. Er muss die Methode der Triage anwenden, entscheiden, für welche Patienten sich eine Behandlung noch lohnt und für welche nicht. In der Nähe der Front, häufig unter Beschuss, frierend und hungernd, muss er oft Hunderte von Verletzten hintereinander versorgen. Erfahrungen, die ihn für sein späteres Leben prägen. Unter Kriegsbedingungen musste er Dinge machen, für die er vorher nicht trainiert gewesen ist, weil Kriegsverletzungen sind natürlich etwas ganz anderes als normale Medizin unter kontrollierten Bedingungen. Aber das hat ihm letztendlich die Fähigkeit gegeben, auch unter spärlichsten Bedingungen zu improvisieren und erfolgsorientiert zu arbeiten, auf das Wesentliche zu gucken und sich nicht vom Weg abbringen zu lassen. Nach dem Krieg führt ihn sein Lebensweg in den südlichen Schwarzwald. Im hochgelegenen Weiler Wambach lebt inzwischen seine Frau mit den 6 Kindern. Vermittelt von Verwandten hat sie hier eine Stelle als Landärztin gefunden. Wambach ist bis heute Treffpunkt für Werner Forstmanns Nachkommen. Sein Sohn Wolf Georg ist auch Mediziner, renommierter Hochschulprofessor und Forscher geworden. Bernd Forstmann hat es als Physiker und Entwickler medizinischer Hightech-Verfahren weit gebracht. Wolf Georg stand mit dem Vater noch am Operationstisch. Er und seine Frau kommen so oft sie können hierher. Ihre Enkelin Saskia studiert Medizin. Sie hat hier schon als Kind oft die Ferien verbracht und vor kurzem ein ärztliches Praktikum absolviert. In derselben Praxis, in der ihr Urgroßvater und seine Frau hier nach dem Krieg gearbeitet haben. Werner Forstmann hat hier den Ruhestand verbracht. Bis zu seinem Tod. Eltern erlebt haben. Wolf Georg Forstmann ist es wichtig, die Geschichte seines Vaters an die eigenen Nachkommen weiterzugeben. Bernd, geboren am 10. Oktober, und da war damals. Und wann ist er wiedergekommen? Und er ist dann Ende des Krieges, ist er Ende 1945 gewesen. Ja, ist er zurückgekommen und ist dann, hat sich durchgeschlagen. Vom Osten über die Elbe geschwommen. Von Neuruppin ist er. Er war zuerst in Neuruppin, ja. Und dann ist er mit dem Fahrrad zu Elgen in der Nähe von Torgau. Und dort ist er im April über die Elbe geschwommen. Ja, unter Beschuss von der NS. Von der NS ist auch, und er hat sich bei den Amerikanern. Und ist bei den Amerikanern in einem Schuppen, in einer Scheuer gelandet. Und ist dort erstmal sozusagen als Gefangener gewesen. Die Brüder erinnern sich noch gut an den Tag, an dem der Vater aus dem Krieg zurückkehrt. Zusammen mit der Mutter kommt er ihnen entgegen. Die hat ihn vom Zug abgeholt. Also hier oben ist ein Bergpass, noch ein Stück weiter rechts.
Da kamen sie dann hinten oben runter. Wir wussten das, dass sie jetzt kommen müssen und standen vor dem Haus unten und sind ihnen mit verschiedenen Kindern, sind wir denen entgegen. Und dann hieß es, der Doktor kommt, der Doktor kommt. Und das ging also dann, dass sie hier runter sind, dürr, ausgehungert, den Krieg hinter sich. Die Kinder erkennen den Vater nicht wieder. Der letzte Heimatbesuch lag Jahre zurück. Wir haben unseren Vater als einen Fremden betrachtet und uns gewundert, wer das jetzt kommt. Das war natürlich dann innerhalb kürzester Zeit, war uns klar, ja, jetzt haben wir unseren Vater wieder. Im Krieg konnte Werner Forstmann seine Familie nur selten sehen. Jetzt sind alle wieder vereint, aber die Erlebnisse im Krieg lasten schwer auf ihm. Er hat halt operiert. Er hat mir das mal erzählt. Er hat praktisch rund um die Uhr mit Amphetamin sich wachgehalten. Er war wirklich, als er hier zurückkam, das hat man angemerkt, er war ein Wrack. Ja. Und dass er da rausgekommen ist, das ist schon an für sich ein Wunder gewesen. Die Familie lebt im alten Dorfschulhaus. Die Kinder helfen auf den Bauernhöfen in der Umgebung mit. Die Eltern müssen auch bei Wind und Wetter lange Fußmärsche zurücklegen, um ihre Patienten zu versorgen, unter teils sehr schwierigen Bedingungen. Ich denke, dass seine Kriegsmedizin für die Menschen, die er dann in dem Freiburger Umfeld, im Schwarzwald, dann versorgen musste, dass die für ihn extrem segensbringend gewesen ist. Ich halte es für absolut glaubwürdig, dass er in der Küche dieser Schwarzwälder Wohnung sowohl eine Blinddarmentzündung, also eine Appendizitis versorgt hat, eine Einklemmung des Darms versorgt hat, eine Kniegelenksverletzung versorgt hat, die unter Bedingungen stattfanden, als die Betroffenen jeweils das rund 20 Kilometer entfernte Krankenhaus unter Schnee- und Eisbedingungen gar nicht mehr lebend hätten erreichen können. Die Patienten bezahlen mit Naturalien. Werner Forstmann legt einen Gemüsegarten an. Mit Mühe und Not schaffen sie es, die Familie zu ernähren. Später ziehen sie hinunter, ins Tal nach Wies. In einem Gasthof richtet Werner Forstmann seine Praxis ein. Eine Gaststube als Wartezimmer. Da sind auch die Männer gerne Patienten, schreibt Forstmann in seiner Biografie. Die Praxis war hier oben, hinter diesem Fenster. Und das war damals, ich habe es nicht so in Erinnerung, da war es aber war hell, man konnte durchsehen. Und er stand dann gelegentlich und hat rausgeguckt und gegrüßt. Und wir sind dann von der Schule, die da hinten um die Ecke nach dem Dorfladen liegt, sind wir hier vorbei und sind hoch nach Wambach gepilgert. Werner Forstmann liebt diese Gegend und ihre Menschen. Aber es zieht ihn zurück in die Chirurgie. Er bewirbt sich auf chirurgische Chefarztstellen, vergeblich. Dann aber kann das Ehepaar eine urologische Praxis übernehmen in Bad Kreuznach an der Nahe. Hier behandeln sie ihre Patienten zunächst in einem kleinen Untersuchungsraum in ihrer engen Privatwohnung. An der weltweit voranschreitenden Entwicklung der Herzkatheter teilzuhaben, diese Hoffnung hat Forstmann zu der Zeit längst aufgegeben. Aber es geht langsam bergauf. Er kann bald auch wieder als Chirurg arbeiten und die Kinder besuchen höhere Schulen. Auch Jörg Forstmann, der Architekt und Stadtplaner, denkt gerne zurück an die Jugend in Bad Kreuznach. Hier war eine Straßenbahn. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hier weggegangen ist. Und das war halt Straßenraum, rechts und links ein schmaler Bürgersteig, zwei Schienen. Und da fuhren auch die Autos. Und das war eine der Haupteinkaufsstraßen damals, von da ab. So, und hier war jetzt der Eingang zu dem Haus, also der Wohnung, wo mein Vater die Praxis hatte. Und wir haben da nicht sehr lange gewohnt. Ich glaube, vielleicht anderthalb und zwei Jahre, bis wir dann in die Salidenstraße 63 gekommen sind, wo eine schöne große Wohnung dann zur Verfügung gestanden hat. Das scheint noch die Originalgelände zu sein, wie es damals war. Und das ist und war der Haupteingang. Das heißt, die Patienten sind hier in das Haus gegangen. Und das hier dann
auf der Hofinnenseite, das war alles Praxisraum. Neue Aufgaben kommen hinzu. In der renommierten Bad Dürkheimer Tuberkulose-Heilanstalt Haus Sonnenwende führt Werner Forstmann regelmäßig urologische Operationen durch. Zu Hause in Bad Kreuznach sind die Diakonieanstalten seine Operationsbasis. Mein Vater hatte einen Vertrag mit der Diakonie für Belegbetten. Ich glaube, es waren 20 Belegbetten, die er dort zur Verfügung hatte. Und er konnte dort große Operationen durchführen mit Patienten, die also solche Eingriffe benötigten. Und da er ja nicht nur Urologe, sondern auch vor allem Chirurg war, war das für ihn eigentlich eine ganz normale Sache. Und meine Mutter hat auch hier immer assistiert und ist auf diese Weise auch dann zur Fachärztin für Urologie aufgestiegen. Derweil machen zwei andere Mediziner in den USA entscheidende Fortschritte bei der Herzkatheterisierung. Sie sollen den Medizin-Nobelpreis bekommen. Beide aber sagen einstimmig, dass dann auch Forstmann den Preis bekommen müsse. Der will den Gerüchten erst nicht glauben. Ich bin außerordentlich überrascht und erstaunt über die Verleihung des Nobelpreises und stehe allerdings vor der grotesken Tatsache, dass ich eine offizielle Mitteilung von dem Stockholmer Komitee überhaupt noch nicht erhalten habe, sondern dass hier mein Haus von einem außerordentlich lebhaften Pressegetümmel erfüllt ist, das mich gar nicht zur Ruhe kommen lässt. Am 18. Oktober 1956 kommt dann das offizielle Telegramm vom Nobelpreiskomitee in Stockholm nach Bad Kreuznach. Werner Forstmann und seine Familie können es kaum fassen. Dann kam das Telegramm, das wir natürlich alle mit Begeisterung gelesen haben. Und das war für meinen Vater natürlich eine sehr späte Triumph, dass er diesen Nobelpreis bekommen hat mit zwei anderen zusammen, die ihn ja ausdrücklich in ihren wissenschaftlichen Arbeiten als den ersten benannt hat, der die Herzkatheterung an sich selbst ausprobiert hat. Die ganze Familie wird zur Preisverleihung nach Stockholm eingeladen. Zuvor aber muss erst ein ganz praktisches Problem gelöst werden. Als er den Nobelpreis bekam, da mussten wir alle erstmal eingekleidet werden, um diese Fahrt nach Stockholm in anständigem Zustand machen zu können. Die Reise nach Stockholm, für alle ein unvergessliches Erlebnis. Sie lernen die Familien anderer Nobelpreisträger kennen, werden zu festlichen Empfängen geladen. Und dann der 10. Dezember 1956. Der König von Schweden und seine Familie begrüßen die Preisträger. Professor Göran Liljestrand hält die Laudatio auf Werner Forstmann. Auf Deutsch. Als junger Arzt haben Sie den Mut gehabt, im Selbstversuch die Katheterung des Herzens durchzuführen. Damit wurde eine Methode geboren, die sich im Laufe der Zeit als außerordentlich wertvoll gezeigt hat. Sie hat nicht nur für das Studium der Physiologie und der Pathologie des Herzens und der Lungen neue Wege eröffnet. Sie hat auch zu wichtigen Untersuchungen an anderen Organen geleitet. Wir freuen uns, Sie hier in diesem Lande begrüßen zu können, wo einst Ihre Vorfahren tätig waren. Dann überreicht ihm seine Majestät persönlich die Urkunde und die Denkmünze. Forstmann schreibt in seiner Biografie, dass ihm das Herz bis zum Halse geschlagen und er immer gefürchtet habe, alles sei nur ein schöner Traum. Er hat sich sehr, sehr glücklich, aus meiner Sicht sehr glücklich in Stockholm gefühlt. Und nicht nur geehrt, er war glücklich. Also ich habe so im Nachhinein summarisch gesehen bemerkt, dass er plötzlich etwas lockerer war, dass er seine ganze Vergangenheit etwas weniger schlimm gesehen hat. Er war ja nach dem Krieg war er
definitiv auch depressiv verstimmt. Er hat so eine Anerkennung gefunden, dass er viele Sachen, die er da in Russland erlebt hat und so weiter, dass er die verkraftet hat und wieder gescheit arbeiten konnte. Damit hat er das Gefühl gehabt, dass er vom Nazi-Fehler entlastet ist. Auch in Bad Kreuznach wird Werner Forstmann gefeiert und später zum Ehrenbürger ernannt. Da gab es ja dann die Gratulation des Oberbürgermeisters. Dann haben er und mein Vater ordentlich nahe Wein zu sich genommen. Und das war sozusagen eine lokale Ehrung dann. Forstmann, Cournon und Richards erhalten den Nobelpreis für Physiologie und Medizin für ihre Entdeckungen zur Herzkatheterisierung und zu den pathologischen Veränderungen im Kreislaufsystem. Lindau am Bodensee. Seit Anfang der 50er Jahre lädt hier Graf Bernadotte Nobelpreisträger aus aller Welt zu einer Tagung. Auch Werner Forstmann gehört jetzt zu diesem Kreis. Nach der Nobelpreisverleihung entscheidet er sich aber bewusst für eine Laufbahn als Arzt, nicht als Wissenschaftler. Nachdem er den Nobelpreis bekommen hatte, haben ihn ja unterschiedliche Wissenschaftler gebeten, in ihren Institutionen jetzt als Wissenschaftler tätig zu sein und seine Techniken da entsprechend fortzuführen. Da äußert er sich so zu, dass er sagt, dass er sieht, dass die Wissenschaft in diesen letzten Jahren so weit gekommen ist, dass er eine Lücke zu überbrücken hätte, die für ihn nicht zu leisten gewesen wäre, sodass er sich nicht einer Pseudostellung als ein Professor in einem wissenschaftlichen Institut unterworfen hat, sondern gesagt hat, nein, diese Zeit ist jetzt vorbei, da ist der Anschluss verloren gegangen, mache ich nicht. Und das sind hoch anständige Positionen, die ich in seinem Lebenslauf für sehr beachtenswert halte. Forstmann wird Chefarzt der Chirurgie in Düsseldorf, kämpft erfolgreich gegen intrigante Kollegen, auch in Mainz, wo er als Honorarprofessor an die Uni berufen wird. Den Ruhestand verbringt er mit seiner Frau in Wambach im Schwarzwald, wo sie gemeinsam als Landärzte praktiziert und harte, aber glückliche Jahre verbracht haben. Hier haben seine Kinder den Nachlass gesammelt und entdecken immer wieder neue Erinnerungen an den Vater. Das sind also Operationsbestecke, Operationsscheren. Die hat er mitgenommen als Reservearzt des Heeres. Ja, da ist er ja nach Neuruppin ist er gekommen zuerst und dann ist er eingesammelt worden für den Russlandfeldzug. Das hier, ja. Das ist ein sehr feines Skalpell. Das ist zum Beispiel ein Buch, das für seine Praxis, er hat ja hunderte von Operationen gemacht im Kessel von Demjansk. Und da ist also die Drahtextension in der Friedens- und Kriegschirurgie zum praktischen Gebrauch. Das ist ein Buch von 1944. Also das heißt, das war auch ein Buch, das er dort bekommen hatte. Das ist also eine Sendung von dem Programm einer Forschungsreise, wo 6 Nobelpreisträger in Argentinien eingeladen wurden für eine Konferenz. In dieser Kongressveranstaltung, die praktisch eine Rundreise durch Argentinien war, in Córdoba und in Buenos Aires, hat er einen Vortrag gehalten, der auch sehr hier abgebildet ist. Insofern In diesen Kisten lagern vermutlich noch einige ungehobene Schätze, die mehr Aufschluss geben über das bewegte Leben Werner Forstmanns. Das Klavier des Nobelpreisträgers. Ich bin ja auch nicht die größte Klavierspielerin. Saskia Forstmann hat sich hier im Schwarzwald auf die Spuren ihres Urgroßvaters begeben und als angehende Ärztin im Praktikum Patienten versorgt. Die Wurzeln sind irgendwo da. Ich denke, ich liebe genau wie er die Natur und dieses Beisammensein und die Menschen hier. Ich denke, die Menschen haben ihm genauso viel bedeutet, wie sie mir auch bedeuten, weil ich einfach mit diesen Menschen hier auch zum Teil groß geworden bin.
Und auch wenn ich mich mit den Bauern unterhalte oder zu den einzelnen Häusern hingehe, alle können mir immer irgendwas über ihn erzählen. Und manchmal gibt es Parallelen, es gibt keine Parallelen, aber doch, man findet schon irgendwie immer irgendwo Anschluss und hört, wie man früher hier durch die Gegend gegangen ist und wie es jetzt irgendwie ist, wenn ich hier durch die Gegend laufe für die Leute. Wahrscheinlich an kaum einem anderen Ort ist Werner Forstmann noch in so lebendiger Erinnerung wie bei den Bewohnern von Wambach und Wies. Er hat sich gerne unter die Leute gemischt, mit ihnen gefeiert und gelacht. Auch Wind und Wetter kann hier keinen von einer zünftigen Vesper im Freien abhalten. Forstmanns Kinder, Enkel und Urenkel sind hier noch fest verwurzelt, obwohl sie nur in den Ferien oder an den Wochenenden herkommen. Alle hier können Geschichten erzählen vom Doktor, der nach dem Krieg mit seiner Frau die Leute in den Dörfern behandelt und später den Nobelpreis bekommen hat. Ich habe es im Wolf erzählt. Wir haben in Zwietauer ein Milchhäuschen gehabt und da ist nebenan die Wirtschaft Rösli. Und da ist der Forstmann gekommen aus dem Rösli und hat halt ein wenig zu wenig getrunken gehabt. Und dann ist er aufs Motorrad gekommen und dann ist er umgekehrt mit dem Motorrad. Und wir haben halt wieder aufgelüpft und haben geschürt. Dann hat er gesagt, wenn es im Rollen ist, dann geht's. Ja, weil er halt Bauchweh gehabt, wie verrückt. Der Tag zwei hat er behandelt, den Bauchweh, und hat er gesagt, das ist Blinddarm. Und dort oben, wo ich jetzt Wohnzimmer habe, ist ein großer Tisch gestanden und da hat er halt den Blinddarm rausgemacht. Und er hat gesagt, irgendwie muss es gehen. Da wird Schmerzen haben hinten noch. Aber dann haben sie mal Schnaps gegeben und Tabletten, die er nachher hatte. Und dann hat sie überstanden und ist bald wieder fit gesehen. Der Großvater, der ihm praktisch ein Loch ins Kopf hineingeschlagen hat, mit einem so ein Holz von der Säge gehauen hat. Und da hat er ihm Schädeldecke wieder zusammen gemacht. Oder im, ja, das hat und, er ja von der Kriegschirurgie alles bekommen. Ja, das hat er gehört. Wir hatten praktisch... hat er verhindert, dass eben der Zugang zum Gehirn war, die Knochen wieder richtig gesetzt und fertig. Wenn doch der Dr. Zahn wehgekriegt hat, das war das größte Angsthass für alle Zeiten. Ja. Ich habe alle Sachen angestellt, nur nicht zum Zahnarzt gehen. Ja, nein, sollte ich was einfach wissen. Am Schluss seiner Autobiografie erzählt Werner Forstmann vom Besuch einer modernen Herzklinik. Er schreibt: Hier sah ich alles, was ich erträumt und ersonnen hatte, jetzt ausgereift bis zur letzten Vollendung. Der Abend ist angebrochen und der Kreis meines Lebens hat sich geschlossen. Am 1. Juni 1979 stirbt Werner Forstmann im 75. Lebensjahr an einem Herzinfarkt. In der Kirche von Wies erklingt bei der Trauerfeier das deutsche Requiem von Brahms auf der Orgel. Das hatte er sich so gewünscht. Er wollte auch, dass an seinem Grab maximal eine Rede gehalten wird. Die Geschwister einigen sich auf den jüdischen Ehemann der Schwester Renate, der als einziger seiner Familie den Holocaust überlebt hatte. Auch den Grabstein hat sich Werner Forstmann selbst ausgesucht. Er hat diesen Stein im Wald oben bei Wambach gesehen und ihn schon lange vor seinem Tod hat er gesagt, den möchte ich mal haben und hat ihn dann von einem Bauern abtransportieren lassen, dass er hier bereit lag für seine Grabsteinlegung. Werner Forstmann war bekannt für seine gelegentlichen Wutausbrüche. Daran dachten einige der Gäste, nachdem Renates Ehemann seine Grabrede beendet hatte. Da kam in dem Moment der Bürgermeister und hat gesagt, er wollte auch eine Rede halten, fing an. Und da kam gewissermaßen wie eine Strahldusche von oben ein Gewitter. Und meine Mutter drehte sich zu mir um und sagte, das hat er wieder selbst bestimmt. Ja. Er wollte eben seine Ruhe haben. Und er hat auch immer gesagt, das Geschwätz an einem Grab ist die größte Lüge der Welt. Werner Forstmann hat den Weg für die moderne Herzmedizin freigemacht. Kathetergestützte Behandlungsmethoden retten jedes Jahr weltweit Hunderttausenden Menschen das Leben.